Jetzt müssen wir sagen, wo wir sind, hat die Ursi gesagt. Erstmal hallo zusammen. Wir sind wieder unterwegs, aber diesmal gar nicht so weit weg von daheim. Wir sind jetzt im Schwarzwald. Ja, bei Seewald. Freudestadt ist die Freudestadt. größere Stadt, vielleicht ein Und Begriff. ja, und das ist die Nagoldalsperre und die erkunden wir jetzt mit unseren E-Bikes. Ja, die Sonne blendet, ich muss mir direkt die Sonnenbrille anziehen. Kommt dann die Schönheit richtig zur Geltung. Wieso? Naja, wenn du angestrahlt wirst. Jetzt müssen wir uns aber aufs Fahrrad schwingen. Es ist nämlich ein Gewitter angesagt und es zieht sich, glaube ich, auch schon ganz schön zu. Also, dann auf geht's. Bis später. So, das ist der Unterschied zwischen der Ossi und mir. Ich bin der Angsthase und die Ossi ist mutig. Die fährt auf den Verkehr und ich mache das nicht gerne an der Straße. Da nehme ich lieber den Fußweg und passe ein bisschen auf, dass ich keinen Fußgänger zusammenfahre. So, ja, das ist ein bisschen blöd hier. Aber jetzt sind wir an der Deichsperre. Wo ist erst das überstanden? Ja, ich habe keinen Verkehr. Und wenn ihr da ein bisschen vorsichtig fährt, dann passiert ja nichts. Aber die, die heute schon zwei Masteln haben, ja, die fahren nicht mehr so vorsichtig. Und ich hänge an meinem bisschen Leben. Noch ein bisschen. Feigling. So, jetzt fahren wir weiter, oder? Ja. So, die Nagoldalsperre liegt sehr schön. Und ist natürlich ein beliebtes Ausflugsziel an einem Sonntag. Jetzt ist schon 4 Uhr vorbei, also langsam gehen die ersten Leute wieder heim, sodass wir jetzt ganz gut Platz haben. Vor 2 Stunden wäre es wahrscheinlich schwieriger gewesen. Was wolltest du sagen? Mir ist jetzt angenehm zum Fahren und vielleicht sieht man von dieser Seite aus dann nachher noch den Stellplatz. Ja, das ist ein gebührenfreier Stellplatz direkt an der Nagoldalsperre. Allerdings natürlich auch wieder ziemlich eng parzelliert. Wir haben es jetzt Ist ja trotzdem. nur ein Stellplatz. Ja, Entsorgung und alles kostenlos. Also insoweit toller Service mit Blick auf die Nagoldalsperre. Halt etwas eng parzelliert, wie es so ist auf Stellplätzen, aber wir haben uns da trotzdem heute hingestellt, weil wir keine Lust haben, uns was zu suchen. So. Woran erkennt man, wenn die Ursi Fahrradfahren gewesen ist? An den Fliegen zwischen den Zähnen. Ich habe die Frage gestellt, woran man erkennt, wenn du Fahrradfahren gewesen bist. Woran erkennt man das? An den Fliegen zwischen deinen Zähnen. Oh, Helle, bist du heute wieder lustig? Hast halt einen Clown verschluckt, oder was? Schau, ich sehe den Stellplatz da drüben. Jawohl, ich auch. Moment, schauen wir mal rüber. Da stehen sie. Kommt gleich noch besser.
wenn man das nicht sieht, es zieht sich zu und es fängt schon langsam an zu tröpfeln. Also ganz trocken werden wir wohl nicht zurückkommen. Also für Ortschaft zum Fahren ist da nicht. Erzgrube heißt die Ortschaft. Das ist aber genau richtig. Bei den Bikern. Da haben wir uns jetzt unsere Radeln abgestellt. Ja, sieh. Und zur Weiterbildung, also mit Lebensphilosophie, wird man hier auch versorgt. Mal schauen, wenn sie so schlaue Sprüche klopfen, ob sie dann auch einen Wurstsalat bekommen. Schauen wir da mal. Okay, alles klar. Ich bin soweit. Ach so, ja, ich bin immer nur am Filmen. Ja. Räder mal abschließen. Also wir sitzen hier in einem Drehrestaurant. Nicht schlecht. Bräuchte man nur noch eine Speisekarte. So lange können wir noch auf die Nagold schauen. Schau, da unten ist sie. Jetzt genießen wir unseren Nagoldteller Forellenfilet. Und unsere mickrige Portion Wurstsalat. Man sieht halt, dass wir hier im Touristenhochburg sind, oder? Ja. Diese Abfertigung würde ich jetzt mal behaupten. Aber da, daheim gibt es eine größere Portion. Ja, da ist unterwegs schon größere gehabt. Okay, und gute. Guten Appetit. Nicht für euch, sondern für uns. Also, ich bin ja ein leidenschaftlicher Selbstkocher. Und immer wenn ich in einem Gasthaus gegessen habe, dann weiß ich warum. Was? Ja, war, man konnte es gut essen, spricht nichts dagegen, war natürlich schon sehr wenig. War gerade mal ein halber Fisch. Naja, okay, aber er hat geschmeckt. Und lieber essen von Helle oder lieber essen im Wirtshaus? Das ist jetzt eine schwere Frage. Nee, nee, das ist keine schwere Frage. Ich bin ja heute gut drauf. Helles Essen ist vorzüglich. Ja, stimmt schon. Ja. Alles Blütenstaub hier. Der Regen hat sich verzogen und somit war es eine wunderschöne Fahrradtour. Kann man nur empfehlen, Nagold Talsperre bei Seewald mit einem Stellplatz für Wohnmobile, der nicht sonderlich schön ist, aber zum Übernachten allemal gut geeignet ist. Also die Uhr ist schon wirklich knallhart, ja.
Da kann man so schön auf dem Gehweg fahren. Aber Vorschriften gehen über alles. Was ey, das ist nicht gut, gefährlich. Es ist fast kein Verkehr. Ja, hier am Gehweg auch nicht. Ja, doch, da hat es Leute. Da kommt schon eins. Pass auf, wenn er zwei Bier getrunken hat. Oh. Oh. Gott sei Dank bin ich in Sicherheit. So, dann kommen wir zum Stellplatz. Sie winkt schon. Ist sogar ein Toilettenhäuschen da. Da ist die Entleerung. Ja. Gustl da, Ossi da. Da bin ich zu Hause. So, also jetzt zeige ich euch mal, wie wir stehen. Aber nicht, dass ihr glaubt, wir stehen immer so. Denn wir halten uns eigentlich schon nach den vorgegebenen Maßen, die hier auf den Stellplätzen herrschen. Aber als wir ankamen, stand neben uns ein Wohnmobil, was ihre Campingstühle und ihren Tisch ausgebreitet hatten. Und so sind wir jetzt halt doch nicht ganz vorschriftsmäßig in unserer Linie, in unserem Parkplatz. Aber ihr seht, es ist so viel Platz und da werden wir jetzt natürlich nicht mehr umparken, denn wir haben Platz genug und sollte sich noch jemand hierher verirren am späten Abend, der findet ein Plätzchen. So, und Helle räumt jetzt unsere Räder wieder rein. Und dann gehen wir zum gemütlichen Teil über. Wir sind hier jetzt in Freudenstadt im Schwarzwald und ich sag euch, das ist kein Wind, das ist ein Sturm und ich werde hier ganz nass und Helle soll auf unsere Räder aufpassen und natürlich ist schon eins umgefallen und wie ihr seht, hier fliegt alles rum. Wir stehen jetzt hier auf dem Marktplatz von Freudenstadt. Und der Wind weht uns fast weg. Ich versuche jetzt einen Schwenk. Mal schauen, ob es klappt bei dem Wind oder ob es mir die Kamera aus der Hand reißt. Also hier ist der Marktplatz und hier sind Freudenstadt hat die vielen Arkaden. Jetzt ist allerdings überhaupt nicht viel los. Weiß nicht, wahrscheinlich ist es zu kalt. Ich mache jetzt einfach mal einen Schwenk und zeige euch ein bisschen davon. Das war eigentlich schon das Wesentliche von Freudenstadt, die sich auszeichnet durch diese Arkaden am Marktplatz. Und durch den Wind. Ja, den wird es wahrscheinlich nicht das ganze Jahr über geben. Aber sonst ist hier auch alles immer gestuhlt. Viele Cafés, Restaurants und bei den Arkaden sind natürlich viele Geschäfte, wo man schön einkaufen kann. So, und wir fahren jetzt weiter, oder? Gehen wir einkaufen. Ja, jetzt gehen wir noch was einkaufen und dann fahren wir weiter. Das war's mit Freudenstadt. Tschüss, bis dann nochmal wieder.
Wir haben jetzt Freudestadt verlassen und fahren jetzt auf der Schwarzwald-Hochstraße ein Stück. Unser Ziel ist der Mummelsee. Das soll ein ganz kleiner See sein und da wollen wir jetzt mal hinfahren. Und eben die Schwarzwald-Hochstraße, die zeige ich euch jetzt. Ich hoffe, ihr könnt überhaupt was sehen, denn unsere Scheiben sind ziemlich dreckig. Da sind nicht nur viele Fliegen und Käfer drauf, sondern auch der ganze Blütenstaub, der hier ganz extrem jetzt durch die Lüfte weht. Und die Landschaft ist durch Bäume zugestellt. Aber das ist ja normal im Schwarzwald. Ja, aber vielleicht gibt es ein paar Lücken und da wollen wir mal schauen. Wir sind jetzt gerade auf der Schwarzwald-Hochstraße gefahren und haben hier ein kleines Plätzchen gefunden, wo wir jetzt ein Vesper machen, weil hier eine wunderschöne Aussicht ist. Ich zeige sie euch gerade mal, sofern es mich hier nicht wegweht. Es ist ein extremer Wind, aber ich zeige euch gerade mal die Landschaft. Wunderschön. So, wir sind jetzt am Mummelsee und der Sage nach soll es sogar hier eine Nixe gegeben haben. Mhm, bei der Kälte. Ja, die war ja im See. Die ist wahrscheinlich abgetaucht. Noch kälter. Also wir machen jetzt den Rundweg, der so circa 800 Meter ist. Das schafft sogar der Helle. Und vielleicht finden wir die Nixe. Um den See rum soll so das eine oder andere Kunstwerk stehen. Mal schauen, vielleicht können wir euch was zeigen davon. Ich habe schon einen Teil gesehen. Vom Kunst. Von der Kunst. Und die war wunderschön, gell? Ja, hervorragend. Hervorragend. Ich habe mir zuerst gedacht, warum ist die Müllentsorgung nicht da gekommen? Und dann habe ich gesehen, es ist ja die Kunst. Ja, wie heißt es so schön? Über Kunst lässt sich streiten. Nicht streiten. Oder nicht streiten. Also, wir gehen jetzt einfach mal auf den Rundweg und wir zeigen euch das eine oder andere. Und genießen das Wetter. Ganz schön windig. Kalt. Kalt und windig. Hier sitzt sie, die Mummelseenixe. Die soll den Menschen Liebe rüberbringen und das Gute im Menschen verstärken. Schön, dass es sowas heute noch gibt. Darf natürlich im Schwarzwald nicht fehlen. Kuckucksuhren in allen Größen.
Hier gibt's alles für den Touristen.